Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen bei Brother TV. Mehmet ist gerade in Rente und wir gehen jetzt hier nach Neukölln. Da ist Ghetto Metto, ne? Da machen die so Peng, Peng, Peng. Wie geht's dir heute? Sehr gut. Und was hast du da in der Hand? Nichts. Lego-Steine oder was? Bruder, er hat keinen Bock auf dich. Er hat einfach Lego-Steine dabei. Mama, lenk es sich um. Ey, weißt du was? Wenn es regnet, ist es nass. Liebe Kinder von Brother TV, wir sind jetzt in Rock Bottoms und da reden die Leute mit einem Akzent. Also die reden so, zum Beispiel so. Ich heiße Dennis. Freunde, also nicht, dass ihr denkt, er hat was genommen. Der Junge ist allgemein so. Wenn er nimmt, dann will ich gar nicht wissen, wie der ist. Also ihr kennt bestimmt die SpongeBob-Folge. SpongeBob ist ein Süßigkeitenautomat. Schokoriegel kommt raus, Bus fährt weg. Und dann stellt der Pappaussteller und dann so, ihr wisst schon, was ich meine. So Freunde, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Zack, Digga, ich bin komplett am Arsch. Digga, das habe ich die ganze Zeit gesucht. Der wird auf jeden Fall vollgeschissen. Safe, safe. Und hier ist unser Zimmer. Zack, so sieht das Ganze aus. Wie sieht Aussicht aus? Einmal Fenster auf. Boah, Digga, ich habe Höhenangst, Digga. Boah, stellt euch mal vor, ihr fällt einfach hier runter. So, ihr wisst, wo ihr runterfällt, ihr stirbt jetzt. Oh, jetzt mal was man testen muss. So Freunde, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich esse erstmal meinen Döner. Ihr habt gesehen, wir haben Döner geholt, ist auf jeden Fall schon kalt geworden. Und ja Mann, ich bin komplett am Arsch. Und ich nehme euch auf jeden Fall wieder auf meine Reise mit. Ihr wisst, wie der ganze Haus funktioniert. Ich habe unter die Kommentare gelesen, Digga, machen wir wieder einen Vlog. Die Bocken, die Szene ist ja, wir sind einfach in Berlin, Neukölln. Freunde, ich komme hier rein, ich sehe das hier. Bei Gott, ich wusste direkt, okay, ist gefälscht. Aber ich bin euch ehrlich, im ersten Moment habe ich mir gedacht, hat jemand sein Geld hier vergessen. Und danach natürlich gefälscht. Man hat schon gemerkt, wie glücklich so ein Scheißding, Teufelsding Geld einen glücklich machen kann, Digga. Digga, was laber ich da? Was gibt es Geileres, schön im Hotel, Döner fressen, Digga, mit schön Pommes. Ey, warte mal, wo ist mein Eiran? Freunde, egal wann ich Döner esse, ich esse das immer mit Eiran, Digga. Ohne Eiran geht nicht. Freunde, genau wo ich hier bin, Digga, wo ich gerade hier aufnehme, jetzt gerade bin ich am Scheißen, Digga. So, hier ist die Dusche, Walla Billa. Wenn ich da nicht reingehe, als wäre es mein zweites Zuhause, dann weiß ich auch nicht. Und ja, Mann, Digga, wir haben einfach spontan überlegt, einfach nach Berlin zu fahren. Oh, Walla Billa, da war meine Unterhose. Guten Morgen, Alemannia, Berlin.
So, Friends, wir sind jetzt draußen, Hotel ist fertig. Wir gehen jetzt, keine Ahnung, Runde spazieren. Ihr seht auf jeden Fall krank aus. Keine Ahnung, ich habe immer zu mir selber gesagt, ich hasse Berlin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt mir das doch. Und ja, wir machen auf jeden Fall was Wildes. Und Friends, wer diesen Prank noch nicht abgecheckt hat, auf jeden Fall abchecken. Ist online mit Hayat und gibt einen kranken Feedback ab. Das Ding ist, Freunde, gestern Abend gegen 15, 16 Uhr haben wir uns entschieden, nach Berlin zu fahren. Einfach so nach Berlin zu fahren. Für eine Nacht. Nicht mal für 24 Stunden, einfach so. Das ist von uns 400, 500 Kilometer entfernt. Überlegt euch mal, was eine spontane Idee, Sache, Situation. Keine Ahnung, Digga. Ich würde verstehen, 50 Kilometer von unserer Stadt, aber 500 Kilometer und dann noch mit ECE-Zug, Digga. Ich bin pleite, sein Vater gegangen, ich muss das irgendwie wieder reinholen. Und ja, jetzt sitzen wir in einem Restaurant und das habe ich mir bestellt. Sushi. So, meine Freundin hat diesen riesen Teil bestellt. Wallah, Billa, was ist das? Wallah, das ist nicht normal. Das grüne ist Wasabi, das ist voll scharf. Ah, Ente habe ich bestellt. So, und die Jungs haben sowas genommen, sieht auf jeden Fall richtig krank aus, Digga. Wochenende. Das Ding ist, Friends, das hier ist Wasabi. Das hier kennen wir alle. Und das ist scharf, sein Vater. Das ist gar nicht gesund. Gesund ist das gesund? Ja. Sicher? Ja. Doch, das ist gesund. Sehr gut. Bruder, aber wenn ich das nehme, ich denke, ich sterbe, Bruder. Ja, aber das verbrennt deine Bakterien, Digga. Egal. Aber die Jungs meinen, ich soll sowas probieren. Diese hier. Was ist das hier? Ich kann das mal jemand in die Kommentare schreiben. Die sagen, das ist absolute Katastrophe. Aber mach das mit Wasabi, den grünen. Hast du das mit Wasabi gemacht? Ja, ja. Habt ihr trinken? Guck mal, alles leer. Was soll ich dann trinken? Oh, scheiße. Ich hab richtig Angst. Bei Gott, ich hab gemacht. Guck mal, hier dran ist auch. Ja, ist doch wenig. Ich mach ein bisschen mehr. Boah, Digga, das ist schon, das ist schon gut, Digga. Das ist Katastrophe. Boah. Bei Gott, ihr habt übertrieben, Digga. Das war schon, erste Ding ist eklig, aber ich dachte, es wird schlimmer, aber es war jetzt nicht so eklig, Digga. Digga, das war mehr als ekler, bei Gott. Oder ich hab schnell gekaut und direkt runtergeschluckt. Nimm nochmal, aber lass es so auf der Zunge zergehen. Nein, geh mal weg, Alter. Das muss auf der Zunge zergehen. Alter. Eine Sache, wenn was eklig ist, Bro, dann geht das schon Dreck ab, Bruder. Glaub mir, vertrau mir. Nee, nee, Digga, aber ich hab gemacht, Digga. Ich hatte Eier aus Stahl, oder? Ja, da war. So, verstehst du? Guck mal, dieser Vogel hier, ne? Dieser rechte Vogel da. So, der sagt, er kann 30 Hamburger einfach so essen. Wenn ich gewinne, kriege ich einen Hamster von dir. Haben wir guck mal, und das Video werden wir drehen, das kommt separat. Wir werden um einen Hamster kämpfen. Wenn, warte mal, wenn ich recht habe und du das nicht schaffst. Muss ich dir einen Hamster kaufen? Nein, ich will keinen Hamster. Du machst was anderes, aber ich überlege noch. Ja, okay. Entweder kriegst du eine Bestrafung oder du musst mir was kaufen. Ja. Eins von beiden, so. Wenn ich gewinne, kriege ich einen Hamster. Du kriegst sofort einen Hamster. Ein Hamster und ein Ei. So, verstehst du? Oh, ein McSunday-Eis für diesen Hamster, ja, genau. Also ihr habt verstanden, wir werden eine Challenge machen, das kommt separat. Wir kämpfen um einen Hamster, beziehungsweise er, wenn er die 30 Cheeseburger schafft, was ich niemals in meinem Leben glaube. 30 Cheeseburger, das schaffst du nicht. Aber der redet immer gerne viel, aber am Ende passiert nie was. Ja. Nie. Und deswegen lasse ich mir was Gutes einfallen, weil jedes Mal redet er und da kommt nichts raus. Ich kann 30 Cheeseburger, Hamburger essen. Ihr habt gehört, du hast gesagt, erstens Walla und Walla sagt man nicht nur einfach so und die Zuschauer, ich werde es reinschneiden. Ja, mach. Und er hat gesagt, er schafft diese 30 Cheeseburger und dazu hat er Walla gesagt. Und in diesem Walla ist Allah drin. Wow. Oder? Und ich ziehe mich jetzt zurück und ihr habt gehört und das Video wird kommen. Freunde, ich habe mir gerade das Getränk geholt. So, guck mal, das sieht aus wie Chupa Chups. Heutzutage gibt es Tabaksorten von Shisha, Döner. Gibt es ehrlich nicht? Die machen Essen zu Getränke, Bruder. Und das sieht aus wie diese Lollis. Einfach wie das aussieht, Digga. Wallah, guckt euch das mal an. Krank, Bruder. Sie können vorbeilaufen, alles gut. Kennst du die ganzen Lollis? Einfach alles reingeschmissen, geschmolzen und Flüssigkeit, Bruder. Genau so. Baba, Bruder, wie heißt das? Ozean Blue Lomande. So, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut, uns geht's auch gut. Wir fahren wieder nach Hause. Ja, wir wollten uns hinsetzen, egal wo wir uns hinsetzen, kommen Personen und sagen, ja, wir haben es hier reserviert und wir haben an sowas gar nicht gedacht. So, die Leute hocken auf dem Boden und wir haben uns gesagt, Digga, wir wollen essen hier, wir haben schon gegessen, wo sollen wir sitzen? Dann dieser Ehrenmann, zeig mal auf den, der hat einfach für erste Klasse 500 Euro, unser Manager, einfach 500 Euro geblecht. Erzähl mal was dazu.
Ja, wir hatten eigentlich Zugticket für 650, aber dann haben wir gesehen, so, ja, miese Zeiten, alles voll. Dann habe ich einfach gesagt, egal, lege ich noch einen lila Schein drauf und wir sitzen in der ersten Klasse, da hier Mehmet YouTube-Star von Brava TV ist. Ich bin euch ehrlich, keiner braucht hier eine Fahrt machen. Ich habe gesagt, ich gebe niemals so viel Geld aus. Er sagt, gib mein Konto ein, zack, zack, warm gemacht. Wir sitzen jetzt hier, ist doch voll leise, hier ist der Brand neben uns. Also, wir haben jetzt 1300 für Hin- und Rückfahrt bezahlt. Ja, 600 hin, 600 und 500 hin. Zurück, ja. Ne? Nein, ja, dann 1100 Euro. Für eine Nacht. Wir sind angekommen um 20 Uhr ungefähr, sag mal leise, wenn der Bruder redet. Noch, 20 Uhr, hä? Plus ja, Hotel, plus Hotel fast 2000. Ich war richtig dumm, Digga. Wir haben zwei Riesen für 48 Stunden Berlin ausgegeben, Alter. Bei Gott, du hast recht. Taschen leer, irgendwie muss das Geld wieder reinkommen und das Video mit dem Bruder Hayat, dieser Prank ist auch auf Gelb, das heißt, dann verdienen wir auch nichts, vielleicht 2-3 Euro, also wir sind komplett minus gegangen diesen Monat, ne?